Der kam passend zusammen. Oh, wow, wow, wow. Oh, oh, hey, halt, 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 halt. The Adults! Auf ihr habt euch vorbereitet auf den heutigen Auftritt. Wie kamt ihr zurecht? Also, Bruder, ich sag dir so, das ist das Team, was jeder, glaube ich, hören will. Ich will gar nicht zu viel reden. Gebt euch einfach die Show. Wir haben alle einen wilden, wilden Bruder, was steht auf für Künstler, wir haben Bruder? Wir zusammen gemacht. Bruder! Auch ein ganz anderes... Willst du mich verarschen? Guck dir mal das Bild an. Die verdammten Avengers, Bruder, sind wir. Was ist das hier? Die verdammten Avengers, guck dir mal diese Gesichter an. Wallah, jeder Einzelne ein gemachter Star, einer Oberkörper frei, einer hat Handschuhe an, einer dies, einer das. Wallah, das ist, Bruder, das ist jeder unfair, Red Bruder. Ja. Das war immer so diese coole Ecke von der, in der Schule am Tischtennisplatz. Ja, ja. Und die Gymnasiasten waren immer diese anderen, Bruder. Wir sind auch die letzte Reihe, ganz wir sind auch die letzte Reihe, Bruder. Wir sind die letzte coole Reihe, weißt du? Das ist ein Sound, den ihr, glaub ich, nicht erwarten würdet. Deswegen gar nicht großartig reden. Gebt euch einfach die Chance. Richtig, ich wollte einmal nochmal zeigen, Leute. Wir mussten dazu neun einen Song machen. Wie kann man das so am besten machen? Ich dachte mir, wir sind neun Leute. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zeigen, wo Hip-Hop herkommt. Ziel war auch, einen hörbaren Song zu machen und kein Hörbuch. Weißt du, was ich meine? Weil wir zu neun so, jeder sollte was machen, weißt du? Das war auch der Ziel so dahinter, weißt du? Einen hörbaren Song, aber kein Hörbuch. Ja, richtig. Oder man will ja auch nicht hier wieder irgendwas Altes machen, wieder was schon 17 Mal verwendet wurde. Das deswegen, war cool, ja. Deswegen dachte ich mir von Anfang an, Jungs, wir müssen einen anderen Sound bringen. Wir kommen zu neun krasse Künstler. Wir müssen wieder zeigen, was Hip-Hop ist, Bruder. Wir müssen zeigen, wo Rap herkommt, Bruder. Und dann dachte ich mir, auf diesem Beat, richtiger kann man das machen, Bruder. Deswegen. Okay, viel Spaß mit eurem Auftritt. Aber kurz einmal, lass mal kurz diese... Ey, Bruder, warum habt ihr das gemacht? Bruder, du hast doch gesehen gehabt, Bruder. Also, to come no front an gar keinen Leute. Ne? Natürlich, ich bin da einfach nur ein bisschen am Sticheln gewesen, Leute ein bisschen aus der Ruhe bringen. Ich habe dann mit niemandem ein persönliches Problem gehabt. Aber Team Sunny hat doch so... Team San Andreas! Wir hatten so, San Andreas! San Andreas! Und dann dachte ich mir so, ich mach einfach den ganz aus Affekt. Ich sag, Jungs, wir machen jetzt einfach irgendwas. Und auf einmal ich so, komm, wir machen jetzt eine Besprechung. Oh mein Gott! Ey, was denkt ihr? Wir sind hier die Erwachsenen. Was einfach denkt ihr? Ein Schlusswort seid. Und die sind dahinter, müsst ihr euch vorstellen. Die sehen das, Bruder. Alle gucken zu. Wir sind einfach genau da, ey. Und Sunny denkt, ich höre das doch mein Move. Und dann kommt das. Voila, lustig, geil. Komm mal her. Nuan. Ein. Richtig gut. Bruder, harter wie ich dich. Bei uns läuft richtig gut, guck mal. Mach Platz, ich bin im Haifischbecken. Icon 6, mach den Moonwalk wie Michael Jackson. Ei! Nur hat 4-8-3 bereitgestellt. Währenddessen versucht Schwanni hier live zu rappen. Anspucken, Randgruppen, jeder zweite ist vermummt. Jeder dritte Psychopath, deshalb bleiben wir für uns. Was soll ich sagen, wenn der Telly dich weg? Ja, Bro, das ist Family Gang Shit. Stell am von den Haragas, deshalb kann man's gerade ran. Komm, wie Guac und Assi Shell. Connection bis Katalan. Schäulig bin Gölü Damar, Katzang bleibt klassikell. Nimm mein Freund, mach Salam. Immer neues Sportpark, hier mit Licht. Major sucht Kontakt, wir sind es. Zero Neffe, gibt's hier Rere. Kali ruft an, hallo, ich bin es. Deine Babyma ruft an und fragt mich, wann ich wiederkommen kann. Das letzte Mal tat die so gut, weil ich dich nur die Knollen gab. Ich bin am Werk, die Mutter, ich hab keinen Kontakt. Sie kennt auf dem Backerboy, weil sie noch nie bekommen hat. Ja, sie träumt von den Backshots, doch ich räume im Trap aus. Mich die Karten neu, toll aus, plötzlich geht dein Paket rum. Zeig die Kappe tief, ich ziel auf dich und du siehst Red Dots. Ja, ich bleib der Haraga, der dich lang mal, wenn du wegschaust. Ja, die Jungs, ich nimm dich unterwegs. Soll die Steine was für Richtung, geht es um Papen. Wir verlassen die Nummer unter Dreh. Wir gehen ein bisschen viel zu weit, damit wir unter Dreh. Gott verlassen, doch will weit kommen. Drei Kassen in der Leitung. Ohne Geld darf ich einkommen. Ein Song, der Fahrer gab es bei Icon. Das war das Erste, was ich an... Bruder, guck mal. Bruder, Walle, ich krieg Gänsehaut, Bruder. Und das hat so Spaß gemacht, Bruder. Ich höre auf alles. Leute, ihr müsst euch generell vorstellen, das ist so der erste offizielle Tag, wo sich die ganzen Teams vorstellen. Das war für uns Tag 2. Ja. Das hat für uns angefangen. Erster Tag war 8 Bass, das war der erste Tag, wo es angefangen hat. Und Bruder, dann, du hörst diesen Beat, du sagst, ich denk mir so, nein, geht nicht, gibt's nicht, geht nicht. Hatten wir noch nie, das kann nicht sein, Bruder. Oder? Dann hast du diese Avengers vor dir, Bruder, sowieso. Und dann kommt noch dieses Haragas, wir sind bei Icon. Und das war so auch das erste Mal so eine Art von Hymne, dieses... Es
geht los, wir sind da. Ja, Bruder. Und Bruder, ich hab das gemacht und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte noch einen Achter gerappt, direkt danach. Okay. Und ich meinte, der Song wurde zu lang, wie ich meinte, das sollte kein Hörbuch werden. Und ich meinte, und dann haben wir überlegt, ich und Delil so, und dann haben wir den Song so 7 Uhr morgens oder sowas, da sind wir gerade, und wir haben so den Song. Und ich sag zu denen, ich so, ey Bruder, das ist zu lang und so. Und dann sagt Delil, was sollen wir von dir wegmachen? Lieber den Achter, und der Achter war ein starker Part, Bruder. Oder diese 4, ich so, nein Bruder, diese 4 sind sehr, sehr wichtig. Boah, schade, ich hätte gerne deinen Achter auf diesem Beat gehört. Ja, der war zu hart, genau. Ich bin direkt eskaliert, als wir nur den Beat angemacht haben und diese Parts draußen gekickt haben von Seite, um zu gucken, erstmal, ey, finden wir auf dem Beat. Bruder, ich kick den von Seite, ich bin so. Bruder, meinst du das gerade ernst und so? Ich sag, woher kommt das, oder? Ey, eine Frage, hast du Albos eigentlich so auf dem Schirm gehabt, so am Anfang? Also Bruder, also Albos kennt man ja, ja, wenn man so am Start so mit Kopf, also in der Szene war, der Albos war ja eh in der Szene. Aber ich hatte ihn auf dem Schirm, aber jetzt nicht so auf so ganz Schirm. Ja, ja, Bruder, ja. Als ich da stand, Bruder, und er haut diese 8, also bei 8 Bars war ich wirklich geflasht, Bruder, wallah. Wir haben ja auch Bruder, ja. Jetzt sind wir dicke Brüste geworden, so mittlerweile, man ist sehr enger geworden. Aber das war so, wir sind alle Künstler auf einmal in einen Fleck, Bruder, wir fühlen uns alle neu an, auch wenn man halb connected war, Bruder, das ist wieder was ganz anderes gewesen. Ja, klar, auch Bruder, diese Druck, viel persönlicher. Wir sind ja auch direkt, wir schlafen nebeneinander und so, weißt du? Game off, Walter White, Heisenberg, Counter-Strike. Gewehr, Drive-By im Kreisverkehr. Wir sind mit Alemann, wieder in Alemann. Blutrote Augen, doch ich rede nicht vom Sharingan. Haraga, ey, gibt es das Rauchgänger-Sound. Ein Zug von meinem ist den Rauchmelder aus. Und seitdem Rauchmelder auch. Der Rauchmelder auch, ich schlitz V-Männer auf. Haraga, ey, gibt, wir sind bipolar. Mama Sita will verhüten, hol ihr Knieschoner. Big Pimp, Big Bass, mein Simbild. Bei Film hast du ein Ching drin. Bin nicht zu wenn ich sie nach Rauch frag. Deutsche Rapper sind doch Bader, Reime, Bass, Bruder, roll endless Paper, Fick Finger für Shaitan, bring mir jeden Gegner nach nem Disc, braucht deine Gang-Katheter, du bist Saiyajin, nur wegen deiner Herren, ein Divigator. Willst du Haraga, ich kipp testen, haben meine Blüsch, mir dreht's mit verlängerten Lauf und eine Menge Gau. Schreib die Reebok Classic Black und Nike Tech Sack auf, ging etwas schief, lernen wir draus, wird dir endlich vertrauen. Du willst kein Beef, du bist mit Bullen kooperativ. Stress oder Connect, bei uns ist alles inklusiv. Drop ein Track und deine Chaya ist verliebt. Weiß mir zwei Schluche, ich verteile dich in zwei Hälften, aber nicht wie böse Mann. Damit zeig ich dir, der Bruder ist einfach ein böser Mann. Schön verdammt, nimm ich deine Freundin und zwar überall. Aber dann leck ich ihre F. Okay. Ist super hart. Dazu. Ey, guck mal. Dazu wollte ich euch unbedingt geil, was fragen. Geil. Ich habe ganze Zeit gewartet, weil ich habe diesen Song ja auch mehrmals gehört. Okay, warte, lass mich, bevor du das sagst. Böse Mann. Ja. Ich wusste das, bevor du das sagst. Warum hat keiner von euch gesagt, die Line ist es nicht? Diese böse Mann-Line. Findest du, die ist es nicht? Wie böse Mann? Der Bruder zeigt dir einfach, er ist ein böser Mann. Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Du musst dir vorstellen, wo dieser Part uns vorgerappt wurde, war so 5 Uhr morgens so, 75 schon, okay, da feiert man alles. Vergangenheit, weißt du? Bruder, wir haben 7 Milliarden Parts gehabt. Und wir müssen fertig werden. Und wir hören das so. Sagen, Bruder, wir haben nicht mal so auf den Text geachtet, sondern weißt du, auf seine Tonlage, auf sein Power und so. Ein Auge hier, ein Auge. Die Energy, weißt du, die Energy hat sie geredet. Mach einfach, mit Attitude, geil gemacht, Bruder. Dachten wir uns, mach cool, einfach, Bruder. Bruder, cool gemacht. Ey, mach so, einfach. Ich weiß schon, wie es, um ehrlich aber zu sein. Aber Bruder, so, ihr saß da genau so, 5 Uhr, Bruder, ein Auge, dein Auge. Ja, mach, Bruder. Okay. Du bist eh der Letzte. Gib mir mal noch einen Zug. Bruder, auf keinen Fall, Bruder, nicht so. Aber ey, Leute, ihr habt gehört, ne, der von Fumbi, das ist Century, Leute, das ist mein Produzent. Mit dem habe ich Tap gemacht, mit dem habe ich alles gemacht. Guck mal, was der hier für wilde Mucke. Wilder Part, Bruder. Das stimmt, das Bruder, stimmt. Für seine Mucke, recht, für seine Stimme live, Bruder, hart, Bruder. Ja. Genau so schreie ich da rum, Bruder. Genau so. Genau so war ich, fühle ich mich auch gerade unter Strom, Bruder, Wanda. Fumbi Freesteller, wieder mal am Apparat. Gib dir 5 Dinger, davon sind 4 Dinger Uppercuts. Aber eine Vision, mein Freund, du bist Verlierer. Am Ende des Tages bin ich der Krieger auf der San Marina. Die Jungs sind ständig unterwegs. Hol die Steine, was wir nicht tun, geht es um Papel. Sind verlassen, immer untergehen. Wir gehen ein bisschen viel zu weit, damit wir uns erzählen. Gott verlassen, doch will weiterkommen. 3 Kacke sind der Leitung. Ohne Geld darf ich nicht einkommen. Ein Schub von Elf, Haraga, wir sind bei Icon. Jawohl! Ihm Tali, danke für euren Auftritt. Mir ist eine Sache auf jeden Fall sehr stark aufgefallen, und zwar bei Sentry.
Leute, ganz wichtig nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber unsere Aufgabe an dem Tag, wir können ja nicht 10 Leuten ein Feedback geben. Ja, sonst klar. Geht die Folge, Bruder, 3 Stunden und es kommt eh nicht alles rein. Du weißt ja von IQ5, wie viel wir geredet haben, dann kam eh nicht viel rein. So, unsere Aufgabe war es, immer die Besten zu nennen und auch immer die, die immer untergegangen sind auf dem Song. Ja. So, und das war unsere Aufgabe. Mehr nicht, wir mussten allgemein sagen, ja, cool oder schlechter Song und dann einmal den Besten und einmal den Schwächeren. So. Genau, warum erfahrt ihr später? Ein West Coast Beat ausgewählt von dem Teamleader, denke ich, weiß nicht, war das deine Idee, Kali? Weil Sandwich ist so auf Melodie, ist für ihn, habe ich noch nie auf so einen Stil gehört. Klar, Bruder, wir wissen doch, dass es hier, also ich versuche natürlich für jeden was zu finden. Das war nicht ganz leicht, hier für jeden was Perfektes zu finden. Wir haben ein paar Beats gepickt, Bruder, dann haben wir diesen wilden Beat gehört, haben mir gesagt, komm, wir probieren einfach, wir helfen uns gegenseitig, was Cooles zusammen zu machen. Aber und ich bin am Ende. Ey, geile Qualam, wilde Quali, Bruder. Ja, die Farben kommen voll sexy. Ja, Bruder. Ja, ey, das sieht krass aus. Ich schwör's dir, Bruder. Aber guck mal bei euch, Potenzial? Sagst du, hat WhatsApp-Fotopotenzial? Ja, ja. Und das ist der WhatsApp-Status. Status, ja, ja, Status hat auf jeden Fall, Bruder. Hab ich auch gesehen. Familiengruppe. Ich sag, komm, wir probieren einfach, wir helfen uns gegenseitig, was Cooles zusammen zu machen. Und ich finde, am Ende war es cool gelungen. Klar, live ist es ein bisschen schwerer. Aber Bruder, wenn du den mal richtig anhören würdest, dann sag ich dir, da ist der Land, der direkt in deiner Playlist. Sandy, wie hast du dich gefühlt auf so eine Art von Beat zu performen? Also, das ist schon komplett was Neues, aber ich glaube eigentlich, dass das schon so ganz gut gelungen ist bis jetzt. Vielleicht am Anfang war gerade ein bisschen schwer mit dem Einstieg, aber so. Also ich muss sagen, Kali, du hast deinen Job sehr gut gemacht. Die Struktur hat mir sehr gefallen und genauso der Song. Starke Arbeit. Braucht man nicht viel zu sagen, Bruder. Komm zu den Erwachsenen, Bruder. Ganz gut, zu den Erwachsenen. Komm, starke Arbeit. Bruder, komm zu den Erwachsenen, Bruder. Komm zu den Erwachsenen. Darf ich da mal anschließen? Ich fand bei Alboss, ich fand das relativ wenig. Ich hätte da auf jeden Fall mehr erwartet. Woran lag das, Alboss? Schämt sich gar nicht. Er schämt sich gar nicht. Aber scheinbar ist dir das ja selber auch aufgefallen. Nein, ich wusste das, Bruder, dass es wenig ist. Ja, ich wusste ja, aber, dass es sehr wichtig ist, Bruder. Und deswegen sollte das so sein, Bruder. Ja. So, weißt du, ich habe mich selber entschieden, dass ich dieses Teil behalte und den anderen wegmache, obwohl vielleicht der andere mal, noch bessere Dings bekommen hätte. Und das ist das Krasse. Wie viele Künstler gibt es da draußen, die mal rumgeheult haben, boah, ich habe zu wenig Bars, ich habe zu wenig das. Er opfert sich fürs Team, damit das allgemeine, der allgemeine Song, weil am Ende profitiert jeder auf Spotify davon. Egal, ob der Song 3 Minuten 30 oder 3 Minuten 35 ist. Bruder, wie gesagt, mittlerweile wisst ihr ja auch, ich bin auch ein sehr auf Details und auf Struktur und so. Ja, aber ich feier das, Bruder. Deswegen, und ich habe halt mitstrukturiert, mit Delil und Kali, die anderen sind schlafen gegangen, Bruder. Wir waren am Ende, Bruder. Wir saßen nur am Bar-Szenen, so. Ganz halt so. Ja, 7 Uhr morgens. Bar-Szenen so mit Struktur und so. Wir schreiben auf Heft und so, wie viele Zeilen und so. Dann habe ich gesagt, ey Bruder, das ist ein Song, der Hook muss genau so sein, fertig aus, Bruder. Ja, nee, aber das müssen wir annehmen, weißt du? So, aber im Endeffekt, klar, es war unsere Aufgabe, das hätten wir da nicht wissen können, das wissen wir im Nachhinein. Aber deswegen habe ich auch gar nicht so viel gesagt. Guck mal, was ich jetzt sage, was sage ich denn da? Bruder, eigentlich hatte ich viel aufgenommen. Dann kam es zu dieser Struktur, dann habe ich gesagt, ich mache das einfach, ist kein Problem. Ich wollte halt nicht, dass die Jungs nicht glänzen. Klassiker. Es ging nur darum eigentlich. Das Problem dabei ist, wenn du Parts von dir abgibst, um einen anderen Künstler die Space zu lassen, dann wirst du auf diesem Song untergehen. Und das ist heute passiert. Okay. Darauf musst du achten. Ja. Ey Bruder, warum redest du so hart, Junge? Ja, was ist okay, das? Okay, ich muss aber, Bruder, hart sein, Bro. Ich muss. Träume zerplatzen direkt da. Guck mal, wie hart der zu dem war. Ne? Und wir haben ja mit Alboss auch zum Beispiel in Spanien Musik gemacht. Ne? Ja. Und auch so sein Charakter, seine Persönlichkeit. Guck mal, wie er jetzt gewachsen ist aus sich raus. Das, Bruder, das waren die zwei ersten zwei Tage. Ja, Bruder, ich kannte nicht mal meine ganze Gruppe, Bruder. Ja, so. So, echt am Ende. Bruder, Alboss hat einfach den Überlebensinstinkt. Wird beim nächsten Mal nicht geschehen dann. Trotzdem danke für euren Auftritt. Danke. Wie redest du mit meinen Teammitgliedern, Bruder? Weißt du, was ich meine? Wie redest du, Bruder? Wie redest du, Bruder? Weißt du, was ich meine, Bruder? Stell dir vor, ich hätte jetzt gesagt, Kali, gelbe Karte. Egal, Bruder, ich bin der Kapitän, ich nimm's in Kauf, Bruder. Wir sind da dafür, Bruder. Wir sind nur dafür da. Wie redest du mit meinen Teammitgliedern, Bruder? Was wird das hier, Bruder, ey? Ich sag's euch schon mal, wie schießt denn jetzt zurück, Bruder? Kurz eine Bedrohung, Bruder. Wie schießt denn jetzt zurück, Bruder? Kurz eine Bedrohung, Bruder. Come to the adults, come to the adults.